Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute am Heiligabend hier in der Kirche in Ulrichstein. Es ist tatsächlich Weihnachten geworden. Anders, ja. Aber trotzdem, wir feiern Weihnachten. Und wir feiern mit einem Gottesdienst. Hier auf YouTube. Sogar mit einem Krippenspiel unserer Kinder aus Ulrichstein und Feldkrücken. Wir feiern Weihnachten wie jedes Jahr, weil der, wegen dem wir Weihnachten feiern, uns jedes Jahr einen Grund gibt. Auch in diesem Jahr. Und so feiern wir in seinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir beten. Gott, wie du die Nacht in Bethlehem erhellt hast, so erhelle auch unsere Herzen
heute in dieser Nacht. Gott, wie die Hirten in Bethlehem deinem Licht gefolgt sind, so lass auch uns diesem Licht folgen, heute und alle Tage unseres Lebens. Gott, wie die Engel in Bethlehem die frohe Botschaft verkündet haben, so lass uns heute immer wieder deine Botschaft den Menschen bringen. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Gottesdienst, den Heiligabend 2020, steht im Lukasevangelium im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe. Mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Thank you.
Gemeinde. Jedes Jahr wird diese Geschichte in Krippenspielen umgesetzt. Manchmal modern, manchmal klassisch. Und schon so viele Krippenspiele gab es in unseren Kirchen, in Ulrichstein und in Feldkrücken. Vielleicht waren Sie ja selbst einmal dabei in einer Rolle, vor vielen Jahren als Kind. Oder vielleicht ist es auch noch gar nicht so lange her, dass ihr Maria und Josef gespielt habt. Oder ihr habt euch schon so sehr drauf gefreut, weil ihr im letzten Jahr ein Schaf wart und in diesem Jahr endlich einmal eine Textrolle übernehmen wolltet. Als Hirte oder als König. Vielleicht unterhalten Sie sich nach dem Gottesdienst einmal zu Hause darüber, über Ihre eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen mit einem Krippenspiel. Überlegen Sie doch einmal, wenn ich in einem Krippenspiel mitspielen würde, welche Rolle wäre mir am nächsten? Maria, die Hauptperson, die das Gotteskind zur Welt bringt? Josef, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht und dann doch tut, was zu tun ist? Der Wirt, der keinen Platz mehr hat und den werdenden Eltern den Ort im Stall zuweist? Oder wäre ich einer der Hirten auf dem Feld? Oder wäre ich einer von den Königen, der aus der Ferne anreisen? Welche Rolle würde ich am liebsten übernehmen? Und warum eigentlich? Ich glaube, das kann eine ganz interessante Diskussion werden. Unterm Tannenbaum oder bei der Familienweihnachts-Videokonferenz. Aber dies muss noch einen Moment warten. Denn auch in diesem Jahr, auch in diesem Gottesdienst gibt es ein Krippenspiel. Nicht live hier von den Kindern. Denn wir müssen ja Abstand voneinander halten. Deshalb haben wir das Krippenspiel vorher aufgezeichnet. In Etappen. Dieses Jahr ist einfach alles anders. So auch unser Krippenspiel. Liebe Kirchenmitglieder, normalerweise hätten wir seit Wochen schon für das Krippenspiel geübt und würden dieses heute hier in der Kirche aufführen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. So ein Weihnachtsfest hat es auch noch nie gegeben. Deshalb erzählen wir in diesem Jahr die Geschichte von Jesus' Geburt etwas anders. Begleitet uns auf diese Zeitreise. Wir befinden uns in dem kleinen Ort Nazareth, im jüdischen Land, vor über 2000 Jahren. Die Menschen gehen ihren Beschäftigungen nach. Sie treiben mit viel zum Markt, kaufen ein oder säubern ihr Haus oder unterhalten sich einfach nur, genau wie jeden Tag. Aber heute passiert etwas Ungewöhnliches. Ein Gesandter des König Herodes mit seinen Soldaten kommt in die Stadt, ein wichtiger Mann, und er hat Neuigkeiten. Der Herold stellt sich in die Mitte des Marktplatzes. Einer der Soldaten stößt seine Hellebarde dreimal auf den Boden, als Zeichen, dass sich die Menschen um sie versammeln sollen. Und sie kommen alle, die Männer und Frauen von Nazareth. Auch der Zimmermann Josef und seine Frau Maria sind dabei. Gespannt und neugierig, wie alle anderen, blicken sie erwartungsvoll auf den Gesandten. Er entrollt eine Schriftrolle. Ein kaiserlicher Befehl steht darauf. Und er lautet: Jeder soll in seine Heimatstadt gehen und sich dort in Steuerlisten eintragen lassen. Danach wird die Steuer berechnet, die jeder dem Kaiser zahlen muss. Die Menschen der Stadt gucken sich ungläubig an, sind sogar ein bisschen ärgerlich und tuscheln aufgeregt miteinander. Noch mehr Geld will der Kaiser von ihnen haben, als wenn er nicht schon genug bekommt. Und nun sollen sie auch noch in ihre Geburtsstadt gehen. Das ist ein ganz schön weiter Weg für manche. Und das passt ihnen so gar nicht. Aber Befehl ist Befehl. Sie zucken mit ihren Schultern, gehen in ihre Häuser zurück
um die Reisevorbereitung zu treffen. Maria und Josef sind auf dem Marktplatz zurückgeblieben. Josef hält Maria tröstend an den Schultern. Für die beiden ist es besonders schwer. Sie haben einen weiten Weg nach Bethlehem und Maria ist hochschwanger. Sie macht sich große Sorgen, ob sie eine so weite Reise übersteht. Seufzend gehen die beiden zu ihrem Haus, packen ihre Sachen und machen sich auf den Weg. Maria fällt das Gehen sehr schwer. Sie muss sich mit einer Hand auf Josefs Schulter abstützen. Lang und beschwerlich ist der Weg für beide. Viele Tage und Nächte sind sie unterwegs und beide sind sehr erschöpft. Da sehen sie die ersten Häuser von Bethlehem. Sie müssen sich eine Bleibe zum Übernachten suchen. Endlich ein Bett zum Ausruhen und Schlafen, ein Dach über den Kopf und ein gemütliches Feuer zum Wärmen. Vor dem ersten Wirtshaus bleiben sie stehen. Josef klopft an die Tür und der Wirt öffnet. Doch bevor Josef überhaupt etwas fragen kann, sagt der Wirt ihm, dass sein Gasthaus bis aufs letzte Bett belegt ist und macht die Tür vor seiner Nase zu. Da gehen Josef und Maria auf die andere Straßenseite. Da ist noch ein Gasthaus. Auch hier klopft Josef an die Tür. Er fragt den Wirt, habt ihr ein Zimmer frei? Bitte, meine Frau erwartet ein Kind. Wir brauchen dringend eine Unterkunft. Doch der Wirt schüttelt den Kopf. Bei mir ist alles belegt. Selbst mein eigenes Schlafzimmer habe ich schon vermietet. Und er macht die Tür zu. Maria bekommt langsam Angst. Ihr Kind wird bald kommen und sie haben immer noch keinen Platz, um sich auszuruhen. Josef will es auf jeden Fall noch ein drittes Mal versuchen. Ganz am Ende der Straße ist noch ein weiteres Wirtshaus. Auch hier klopft er an. Der Wirt öffnet und Josef trägt ihm sein Anliegen vor. Aber der Wirt schüttelt den Kopf. Auch in seinem Haus ist nichts frei. Josef ist langsam verzweifelt. Er fasst den Wirt an den Schultern. Aber meine Frau erwartet doch ein Kind. Wo sollen wir nur bleiben? Der Wirt kratzt sich verlegen am Kopf. Ach so ist das. Herrje. Also ich wüsste ja was, wenn ihr damit zufrieden wärt, ist aber nichts Besonderes, müsst ihr wissen. Er zeigt auf eine Höhle hinter dem Felsen der Gaststätte. Sie wird als Viehstall benutzt. Da könnt ihr unterkommen, sagt er. Dann macht er seine Tür zu und lässt die beiden in der Kälte stehen. Josef geht mit Maria auf den Stall zu. Es ist eine erbärmliche Bleibe, nicht was sie sich vorgestellt haben. Aber sie sind froh, dass sie überhaupt etwas zum Schlafen gefunden haben. Sie richten sich also ein, so gut es geht, und Josef gibt sich große Mühe, es Maria so bequem wie möglich zu machen. Und in dieser Nacht gebar Maria ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In einiger Entfernung stellen wir uns ein Feld vor, ein Feld, auf dem Hirten ihre Schafe weiden. Weil es Nacht wird, legen sich die Hirte zum Schlafen nieder. Sie breiten ihre löchrigen Decken aus, Kopfkissen haben sie nicht. Sie nehmen ihren Rucksack dafür. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, denn sie haben keine andere Unterkunft. Die meisten Leute damals verachten die Hirten. Für sie gibt es keine schlimmere Beschäftigung, als Schafe zu hüten. Es ist dreckig und stinkt. Hirten sind für sie ganz heruntergekommene Menschen. Heute ist eine seltsame Nacht. Die Hirten haben ihre Augen schon geschlossen. Da wird es plötzlich ganz hell um sie herum. Heller, als sie es je gesehen haben. Heller, als wenn sie in die Sonne schauen würden. Die Hirten fahren vom Schlaf auf. Aufgeregt stolpern sie umher. Da sehen sie, woher das Licht kommt. Sie müssen ihre Augen mit den Händen bedecken. So geblendet sind sie. Sie sind ganz erschrocken. Sie fallen auf den Boden und bedecken ihre Gesichter vor Angst. In dem Licht steht ein Bote Gottes, ein Engel. Wunderschön ist er, dennoch ängstigen sie sich. Aber der Bote dort oben in dem Licht sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, in Bethlehem. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt. Und dann ist das Licht nicht mehr da. Die Hirten sind noch ganz durcheinander.
Sie stehen auf und beratschlagen sich miteinander. Sie müssen sich gegenseitig fragen, ob sie es auch alle gesehen und nicht geträumt haben. Sie fragen sich, da Heiland, ein Kind für uns geboren? Das wäre etwas ganz Wundervolles. Sie zeigen in Richtung Bethlehem und wollen sich gleich auf den Weg machen. Sie suchen einige kleine Geschenke zusammen, ein Brot, eine Decke, eine Flöte. Mehr haben sie nicht. Dann brechen sie auf zum Stall. Sie, die von allen verachtet werden. Sie wollen die Ersten sein, die den Heiland der Welt begrüßen, auf den ihr Vorväter so lange gewartet haben. Als sie am Stall ankommen, sind sie doch etwas unsicher. Soll hier wirklich der Herr der Welt geboren sein? Als Ärmster unter Armen, in einem kalten Viehstall, doch Josef lädt sie ein, herbeizukommen. Die Hirten gehen zur Krippe und beugen sich über das Kind. Sie staunen. Sie können spüren, dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Etwas, das sie noch gar nicht ganz begreifen können. Sie können nicht anders. Sie gehen ihrem Gefühl nach und fallen auf die Knie. Sie falten die Hände und beten das Kind an. Noch lange werden sie so knien bleiben. Josef und Maria lächeln sich an. Nachdem so viele Menschen sie abgewiesen haben, sind sie froh über den Besuch der Hirten und ihre Herzlichkeit. Und es sind auch arme Leute wie sie auch. Und auch die Hirten sind glücklich über das neugeborene Kind. Sie können sich gar nicht satt sehen. Sie überreichen Josef ihre Geschenke. Einer legt ein Schaffell vor die Krippe, ein anderer legt seine Decke darüber, damit das Kind nicht friert. Ein dritter überreicht seine Flöte, das sein wertvollster Besitz ist. Es ist genau wie der Engel gesagt hat, der Heiland der Welt liegt in dieser Krippe. Sie wissen es ganz genau und mit einem Mal kommen dann noch mehr Menschen. Leute aus Bethlehem, auch die Wirte. Sie treten zum Stall und knien nieder, um das Kind anzubeten. So ist Gott in die Welt gekommen und hat jeden Abstand zu allen Menschen überwunden. So können wir auch in diesem Jahr Weihnachten mit Gott ohne Abstand feiern. Er kommt mitten unter uns und überwindet jeden Abstand, trotz Corona. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie sich schon überlegt, welche Rolle Sie gerne in dem Krippenspiel übernommen hätten. Ich weiß gar nicht, in welche Rolle ich am liebsten geschlüpft wäre. Vermutlich hätte ich am liebsten eine kleine Nebenrolle gespielt, wenn überhaupt. Ich kann mir Texte auswendig ganz schwer merken und ich glaube, ein schauspielerisches Talent habe ich auch nicht wirklich. Aber es gibt eine Rolle, die ist mir richtig wichtig, auf deren Auftritt ich mich in jedem Krippenspiel schon so richtig freue. Es ist die Stelle, in der der Engel auftritt. Manchmal hat er ein Engelskostüm an, manchmal ein altes weißes Nachthemd mit aufgenähten goldenen Sternen. Oft ist es ein kleiner Engel mit einer piepsigen Stimme, die vor Aufregung ein bisschen zittert, denn unten in der Gemeinde sitzen die Eltern und Großeltern und so viele andere Menschen. Und die hören ganz gespannt zu, was der Engel zu sagen hat. Manchmal wird der Engel von einem Mädchen gespielt, die schon mehr Jugendliche als Kind ist und deshalb die wichtige Botschaft auch mit lauter Stimme verkünden kann. Aber auch weil sie weiß, wie wichtig der Text ist, muss sie sich erst einmal räuspern, tief Luft holen, um dann in die Kirche zu rufen: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Fürchtet euch nicht. Damals sagte das der Engel zu den Hirten auf dem Feld. Mit einem hellen Leuchten war der Engel gekommen. Er wollte den Hirten von der Geburt Jesu berichten. Aber das Erste, was er sagte, war: Fürchtet euch nicht. Immer schon war mir dieser Satz so wichtig.
aber in diesem Jahr nochmal ganz besonders, weil es so wichtig ist, in einer Zeit, in der so vieles zum Fürchten ist. Aber fürchtet euch nicht, ist kein Aufruf dazu, furchtlos zu sein und auf Vorsicht oder Rücksicht zu pfeifen. Nein, auch Maria und Josef haben dem Rat der Weisen aus dem Morgenland vertraut und sind sicherheitshalber nach Ägypten geflohen, statt nach Hause zurückzukehren. Gut so, denn so konnten sie und Jesus dem König Herodes entkommen. Fürchtet euch nicht heißt also nicht Furchtlosigkeit. Und es heißt auch nicht, Gefahren nicht ernst zu nehmen. Warum wir uns nicht fürchten sollen, das sagt der Engel ja hinterher. Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und weil wir heute hier in der Kirche keine Engel haben, die uns diese Botschaft zurufen, müssen wir alle für den Engel am Heiligen Abend einspringen. Vielleicht machen wir das so, wie der kleine Engel auf der Empore mit der piepsigen Stimme, die man kaum hören kann. Oder wie der Engel bei den Hirten auf dem Feld. Vielleicht müssen wir uns auch kurz räuspern. Vielleicht sagen wir es mit brüchiger Stimme oder mit Überzeugung oder mit Nervosität oder mit Zweifel oder mit Kraft. Aber auf die Botschaft kommt es an. Fürchtet euch nicht, all ihr, deren Weihnachten ganz anders abläuft als geplant. Fürchtet euch nicht, all ihr, die ihr bangt um die Gesundheit und das Leben von Freunden oder Angehörigen. Fürchtet euch nicht, all ihr, die ihr euch fragt, wie lange das noch so weitergehen wird. Fürchtet euch nicht, alle ihr, die ihr auch ohne Corona schon so schwer zu tragen habt. Fürchtet euch nicht, alle ihr, die ihr einen Menschen begraben musstet, die ihr trauert. Fürchtet euch nicht, all ihr, die ihr täglich mit den Auswirkungen des Virus kämpft, ihr OP-Schwestern, Pfleger, Ärztinnen, Laborangestellte, Putzleute, Pflegekräfte und Rettungsdienste. Fürchtet euch nicht. Wir alle werden für den Engel einspringen müssen und uns gegenseitig zurufen, fürchtet euch nicht. Bei den Telefonanrufen, bei den kleinen Familienweihnachten, quer über die Straße im Ort, im Vorbeigehen durch die Maske hindurch. Fürchtet euch nicht, das ist das Erste, was der Engel sagt. Aber er sagt noch mehr. Denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren. Gott kam auf die Welt. In diese Welt, die oft so verkehrt scheint. Und auch er hat sich gefürchtet. Auch er hat Angst und Sorgen gehabt, wusste nicht, wohin oder wie es weitergeht. In seinem Leben bis zum leeren Grab und darüber hinaus war immer dieses Wort vom Feld dabei, das wir uns heute noch zurufen, das wir heute hören. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja. Thank you.
Weihnachtswünsche bringen wir vor Gott und beten und bitten, dass Friede auf der Erde wird, dass sich niemand streitet in den Familien, keiner die Menschen aufhetzt gegeneinander und die Völker keine Kriege führen, dass Freude sich ausbreitet, Trost bei denen, die jetzt traurig sind, Mut für die, die ihn schon fast verloren haben, ein Mensch an der Seite bei denen, die jetzt einsam sind, und Gerechtigkeit zwischen denen, die nichts haben, keinen sicheren Schlafplatz, kein sauberes Wasser, nicht genug zu essen, kein Recht zu bleiben, und denen, die das alles haben, noch viel mehr, als sie brauchen. Unsere Weihnachtswünsche bringen wir vor dich, Gott. Denn so grenzenlos unsere Wünsche sind, so groß ist deine Liebe zu uns. Sie leuchtet uns in Jesus Christus, deinem Sohn, der im Dunkel dieser Welt als Kind geboren und unser Licht geworden ist. Gemeinsam beten wir mit seinen Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, zum Abschluss unseres Gottesdienstes bleibt mir noch, Sie ganz herzlich einzuladen zu unseren weiteren Weihnachtsgottesdiensten. Ganz besonders zum Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel der Erwachsenen, wie immer am ersten Weihnachtsfeiertag aus der Kirche in Feldkrücken. Natürlich nicht live, aber hier auf unserem YouTube-Kanal. Außerdem haben Sie gestern oder vorgestern alle in Ihren Briefkästen die neue Ausgabe unserer Heimatglocken erhalten. In diesen Heimatglocken finden Sie einen Gottesdienst für zu Hause zum Feiern, einen Weihnachtsgottesdienst. Und es gibt sogar eine Variante für ein Krippenspiel zu Hause. Sie brauchen dafür nur 3 Personen. Gucken Sie sich doch einmal an. Außerdem gibt es in den Heimatglocken den Hinweis auf die Telefonandachten. Jetzt zur Weihnachtszeit und dann auch noch einmal für den Jahreswechsel, Silvester und das neue Jahr. Die Telefonnummer finden Sie auch in den Heimatglocken oder Sie schreiben sie sich gleich auf. Sie lautet 06645, die Vorwahl für Ulrich Stein, 610-9887. Was sich auch lohnt, ist der Rückblick auf unseren digitalen Adventskalender. Schauen Sie da nochmal vorbei. Sie werden staunen, wie viele Menschen aus unseren Gemeinden in Ulrichstein und Feldkrücken sich da beteiligt haben. Alle Links dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.kirche-ulrichstein.de oder direkt auf unserem YouTube-Kanal. Die Kollekte für heute am Heiligen Abend ist bestimmt für Brot für die Welt. Wie in jedem Jahr sammeln wir für diese Organisation. Brot für die Welt setzt sich auch mit ihrer 62. Aktion überall auf der Welt dafür ein, dass sich Menschen aus schwierigen Verhältnissen wie Hunger und Armut befreien können. Deshalb unterstützt Brot für die Welt unter anderem die Kinderrechtsorganisation Bewegung zur Rettung der Kindheit in Indien.
Trotz des Verbots von Kinderarbeit gibt es dort immer noch zu viele Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Befreiung von Kindern aus Steinbrüchen, die dort als Schuldsklaven leben und eine extrem gefährliche Arbeit verrichten müssen. Nach ihrer Befreiung wird dafür gesorgt, dass die Kinder eine Schul- und Berufsausbildung machen können. Damit erhalten diese Kinder eine echte Chance für ihr späteres Leben. Normalerweise würden wir die Kollekte wie immer am Ende des Gottesdienstes am Ausgang einsammeln. Aber vielleicht machen Sie es in diesem Jahr anders. Beim nächsten Besuch auf der Bank am Schalter oder Sie überweisen direkt online nach dem Gottesdienst. Als weitere Alternative finden Sie auch wie in jedem Jahr in den Heimatglocken die kleinen Tütchen für Brot für die Welt. Auch da findet Ihre Kollekte über das Pfarrbüro oder die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher unserer Gemeinde zu Ihrem Ziel. Herzlichen Dank für Ihre Gabe. So gehen wir in diesen heiligen Abend und in die kommenden Weihnachtsfeiertage unter dem Segen Gottes. Der Glanz der heiligen Nacht erwärme dein Herz. Der Glanz der heiligen Nacht stärke deine Hoffnung. Der Glanz der heiligen Nacht scheine für dich und für die ganze Welt. So segne und behüte dich Gott heute, morgen und alle Zeit. Amen. Frohe Weihnachten.